Triss konnte Geralt nicht helfen. Sie schickte ihn zu Corinne Tilly, einer Traumdeuterin, die sich auf das Lokalisieren verlorener Seelen spezialisiert hatte. Unter ihrer Anleitung hatte der Hexe einen Traum. Darin waren Ciri und ich, Rittersporn, wieder vereint. Geralt wusste jetzt, dass er auf der Suche nach Ciri zuerst seinen treuesten und ältesten Freund aufspüren musste. Ja, hallo, hier ist euer Eistee mit einer neuen Folge von The Witcher 3. Wir sind ja in dem Geheimversteck, oder wie man dem sagt, in der Schatzkammer, unter dem Pool von diesem schmierigen Halunken da. Und hier hat ein Einbruch stattgefunden. Hier war mal eine königliche Schatzkammer. Nur ist die jetzt ziemlich leer geräumt, wie man sieht. Etwas ist noch hier. Und wir sollen hier dem ganzen Dings auf die Spur gehen. Aber ich dachte, wir sprechen erstmal noch den Troll an und schauen, ob der noch was zu sagen hat. Der Bart, den hat er irgendwo gewonnen. Hey Bart, hast du kurz Zeit? Zeit? Bart keine Zeit haben. Bart Felsen haben. Du Felsen wollen? Nein, ich will ein Gespräch. Gespräch hat Bart nicht. Noch ein Versuch. Können wir reden? Sie, die dich mögen, du reden mit mir. Ist vor dem Raub etwas Merkwürdiges passiert? Merkwürdig? Bart nicht verstehen. Etwas, das nicht normal war. Etwas Seltsames. Vielleicht hast du was gesehen, gespürt oder gehört. Ja. Bart hören. Wie zisch, zisch. Was für ein Zischen war das? So wie eine Schlange? Nein. Zischen anders. Nicht wie Tier. Gut, wie war es dann? Wie Felsen. Ein zischender Fels? Mhm. Okay, der scheint uns hier nicht wirklich das Zischen. Zu Woher helfen? Kam es denn? Bart hören Zischen. In Borta. Was? Da, wo Bart hinmachen. Na schön. Reden wir über was anderes. Gut. Bartzeit. Zatsch weg. Bart jetzt nichts bewachen. Ja, ich glaube, der hilft uns nicht wirklich gut. Hier. Danke für deine Hilfe. Mit dem müssen wir Mach's auch gut. Nicht groß weiterreden. Gut. 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 Ja, beruhigt euch mal. Ich glaube, wir müssen besser den... Der Rand ist nach außen gebogen. Den Schatz Irgendwas bringen. Hat es aufgerissen und die Wand auch. Hm. Die Abflussrohre des Badehauses scheinen hier aufeinander zu treffen. Das Zischen war wohl irgendeine Bombe. So, wir schauen mal. Hier ist verschlossen, da können wir nicht durch. Das Rohrgitter. Die Explosion hat es zerquetscht wie ein Stück Papier und an den Gitterstäben ist Mörtel. Es war also zum Zeitpunkt der Explosion noch fest. Es wurde aus der Wand gerissen. Keine Spuren von Magie. Das war kein Zauber, sondern eine Bombe. Aber warum finde ich dann keine Teile? Vielleicht wurden sie weggeschwemmt. Hier liegen Rohrstücke. Muss ein mächtiger Knall gewesen sein. Ich sollte nicht ohne das Gegengift weitergehen. Sterben wir hier sofort oder ist das einfach so ein Gift? Das Atmen fällt mir immer schwerer. Okay, das ist einfach so. Können wir das auch wegfackeln wie in den Sümpfen? Nee, okay, dieses Gift ist nicht brennbar. Aber wir haben ja zum Glück was gekriegt von dem Guten. Das Gegengift, jetzt ist nur die Frage... Donner? Was ist Donner? Erhöht die Angriffskraft. Wir haben ja irgendwas gekriegt. Ah,
Oder haben wir... Ah, wir haben das schon hier. Okay, Phosphor gegen Gift. Das können wir konsumieren. Und ich hab gedacht, Hexertränke wären widerlich. Feines Gitter. Da passt nicht viel durch. Da ist eine. Was sonst? Was auch immer die hier machen. Dann gehen wir nochmal zurück. Das haben wir schon untersucht. Da hinten irgendwas ist da noch. Ah, das ist Bart wahrscheinlich. Hier liegen Rohrstücke. Muss ein mächtiger Knall sein. Von da sind wir hergekommen. Und ich höre da immer noch was rascheln und da ist auf jeden Fall noch was, noch mehr Ertrunkene. Wir scheinen hier ziemlich schnell zu respawnen. Müssen wir uns ein bisschen beeilen. Kurz plündern hier. Was haben wir denn noch? Irgendwie ist da noch eine Lupe. Hier im Boden. Ist auf jeden Fall hier vorbeigekommen. Und da war auch noch was. Gold. Vielleicht aus einer von Dijkstras Kisten. Okay, also der... Der scheint auf jeden Fall von hier irgendwo zu sein. Und da ist auch schon der nächste Ertrunkene. Den haben wir schön geteilt. Richtig schön in zwei Teile. Und da ist schon das nächste Vieh. So, was haben wir hier? Das wäre noch lustig, wenn die Diebe den Schatz irgendwo verloren hätten und der immer noch in der Kanalisation liegt. Der Schläger, den Dijkstra angeheuert hat. Da ist noch was. Da ist ein weiteres Schmuckstück. Ja, ganz praktisch. Wir finden hier schon mal einen kleinen Teil der Beute. Hier ist nichts. Etwas ist da vorne noch. Sind noch mehrere Sachen. Dijkstra hat sonst niemanden erwähnt. Muss zu Rittersporn gehört haben. Überall Erbrochenes. Noch so ein Geldsamsterschleichen verbrennen. Sonst verschwinden. Aber konnte es ebenso wenig drin behalten wie der andere Typ. Ja, wenn es denn Rittersporn war, das ist ja noch. Das wissen wir ja noch nicht sicher. Ja, im Moment, wir gehen davon aus, dass es Rittersporn war, darum helfen wir dem hier ja auch. Es muss nicht zwingend. Was ist denn da hinten? Es muss ja nicht zwingend Rittersporen gewesen sein. Das könnten auch irgendwelche Banditen sein. Aber da ist noch was. Der Boden eines Behälters. Wahrscheinlich von einem Silberzylinder. Eingravierte Runen. Er ist verdreht. Kommt wohl durch die Explosion. Ein Bombenteil, ganz sicher. Riecht nach Wyvernöl und Karamell. Mehr gibt's hier unten nicht. Ich muss mit Dijkstra reden. Das scheint dann schon... Aber wir haben ja noch gar nicht alles erkundet. Ach fuck, da wollte... Da wollte ich jetzt eigentlich nicht runterfallen. Spielstand laden. Das ist die Frage, wo der letzte Ladestand war. Wenn wir Glück haben, hat das gerade zwischengespeichert vor dem runtergefallen, weil wir ja das eigentlich fertig erkundet hatten. Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Ich wollte da eigentlich nicht runterfallen, aber wie man sieht, auch in Novigrad kann man sterben. Nicht unbedingt ab den Viechern, aber ab dem Fallschaden. Wie irgendwo, ich weiß nicht, war das letzte oder vorletzte Folge, da sind wir irgendwo einen riesen Sprung haben wir gemacht. Und ich habe ja da noch geschrien, oh, und dann ist aber nichts passiert. Irgendwas hat uns da abgefedert. Mehr gibt's hier unten nicht. Ich muss mit Dijkstra. Ah, wunderbar. Reden. Okay, wir haben wenigstens sind wir wieder hier. Und können wir da raus oder weiter? Ja, schauen wir, wir können da auch weiter. Goldmünze. Hier endet die Spur. Rittersporn muss den Schatz auf ein Boot geladen haben. Okay.
Also wenigstens wissen wir ein bisschen mehr, wo... Hier ist nichts mehr. Dann haben wir jetzt den Tunnel erkundet. Dann gehen wir mal zurück zum Chef ins Badehaus. Das Gegengift reicht noch. 2 Minütchen, das sollte auf jeden Fall reichen. Aber irgendwas schreit hier immer noch herum. Macht diese komischen Geräusche. Ich habe langsam Angst. Ich verschwinde da besser. Das ist Bart. So, gehen wir wieder rauf. Das ist nur die Frage, wo? Was ist eigentlich hier? Hier macht er doch Kacke und hier war ja was. Kackt er hier rein oder was ist das? Oder vielleicht ist es auch sein Bad, wer weiß. Und was ist hier? Ach, nochmal. Da hat wieder irgendwas gegrunzt. Ich weiß nie, ob das Bart ist oder ob das irgendwie was Gefährliches ist. Ich habe da ein bisschen Angst. Egal, besser wir gehen wieder nach oben. Und nur noch auf die richtige Seite der Leiter. Dann erzählen wir ihm mal, dass sein Schatz leider unauffindbar weg ist. Der wird auch Freude haben, der Junge. Aber vielleicht hat er eine Ahnung, wer die Bombe gelegt hat. An dem Tag scheint ja eigentlich zwar nichts Spezielles passiert zu sein, hat er mal erzählt, aber vielleicht ist ihm was in den Sinn gekommen inzwischen, wer weiß. Wo ist der Typ? Hier. Dijkstra. Hast du kurz Zeit? Hab ich. Was willst du? Bin fertig. Hab jeden Winkel der Kanalisation in der Nähe der Schatzkammer durchsucht. Und? Was rausgefunden? Ich habe eine zweite Leiche gefunden. Einen der Diebe hatte das Gegengift erbrochen. So wie dein Mann, dieser Fons. Ein herrlicher Tod. Irgendwas bei der Leiche gefunden? Nicht viel. Eine leere Fiole. Man hätte ihn nicht zurückgelassen, wenn er wichtig wäre. War wohl nur ein Träger. Wusste nichts. War niemand. Eine Sackgasse. Einige Schätze sind aus den Kisten gefallen. Eine eindeutige Spur. So wie in dem Märchen, das mit den Brotkrumen. Kenn ich. Hänsel, Gretel, brennende Hexen. Passt perfekt zu Novigrad. Die Spur führt zum Fluss, in den der Kanal fließt. Dort hört sie auf. Ich wette, sie haben den Schatz auf ein Boot geladen. Ja, ein von Kanalratten gezogener Karren ist unwahrscheinlich. Und da Boote keine Spuren hinterlassen? Was für eine Scheiße. Anscheinend wurde die Wand von einer Bombe zerstört. Sieh mal. Vermutlich der Boden eines Silberzylinders. Voller Runen. Interessant. Weißt du, was drin gewesen sein könnte? Ein paar Dinge habe ich am Geruch erkannt. Hüvernöl und Zucker. Zucker? Geralt, für Späße bin ich gerade nicht zu haben. Ich auch nicht. Ich sag nur, was ich rausgefunden habe. In der Bombe war Zucker. Lass mich nachdenken. Zucker reagiert heftig mit Schwefelsäure. Aber nicht so stark, dass eine Explosion entsteht. Ich wusste nicht, dass du dich mit Alchemie auskennst. Hab mich an der Akademie von Ochsenfurt ein wenig damit beschäftigt. Aber das ist unwichtig. Du sollst meinen Schatz finden, nicht meine Biografie schreiben. Weißt du sonst noch was über die Bombe? Irgendwas? Die Bombe ist in einem Abflussrohr in der Wand der Schatzkammer explodiert. Aber das Gitter am Ende des Rohrs war zum Zeitpunkt der Explosion an Ort und Stelle. Was bedeutet? Dass die Bombe irgendwo im Badehaus ins Rohr gelangt sein muss. Genau. Es könnte so passiert sein. Der Täter ließ das Wasser aus einem der Becken ablaufen und warf die Bombe in das abfließende Wasser. Sie wurde mit runtergespült, blieb am Gitter hängen und dann gab's den großen Bums, wie Bart sagen würde. Das Abflussrohr ist unsere einzige heiße Spur. Wir müssen nur herausfinden, mit welchem Becken es verbunden ist. Ja, Happen führt eine Gästeliste. Er kann uns bestimmt sagen, wer das Becken am Tag des Einbruchs benutzt hat. Gar nicht so schlecht.
Ich fühle mich wirklich sehr geehrt. Oh, dieser berühmte Sarkasmus. Hab ihn schon vermisst. Wirklich? Mhm. Ungefähr so sehr wie ein Messer in der Unterhose. Gut. Du untersuchst die Becken auf der rechten Seite, ich die auf der linken. Schrei, wenn du was findest. Okay, also ich muss sagen, immerhin wird hier Buch geführt, wer in welchem Pool war. Das hätte ich ja nicht gedacht. Hier gibt es nichts Interessantes. Ich meine, ich hätte jetzt eher gedacht, wir müssen irgendwie eine mega schwierige, komplizierte Aufgabe lösen. Und hier scheint das zu sein. An der Oberfläche schwimmt was. Sieht aus wie Öl. Okay, da wäre mal... Silberdeckel. Passt zu dem Zylinderboden aus der Kanalisation. Dijkstra, komm mal her. Was gefunden? Einen Teil der Bombe. Happen, lass das Wasser in Becken 4 ab. Und bring mir das Gästebuch. Hopp, hopp. Und was ist mit Happen? Vielleicht hat er dich zufällig über die Schatzkammer reden hören. Er hat jederzeit Zugang zum Badehaus. Happen hat viele Fehler. Er ist wichtig, tuerisch, überheblich und manchmal ein richtiges Arschloch. Das klingt jetzt vielleicht ironisch, aber seine Treue steht außer Frage. Wie kannst du dir da so sicher sein? Hexer kennen ihre Monster, Spione kennen ihre Männer. Einst hast du auch Philippa Eilhardt vertraut. Stimmt. Aber ich habe Philippa Eilhardt nicht in der Nacht vor ihrer Hinrichtung aus einem kuvirischen Gefängnis geholt. Mal sehen, was auf dem Grund liegt. Das Gitter vor dem Abfluss wurde entfernt. Sie haben die Bombe also hier runtergespült. Happen. Wer hat dieses Becken am Tag des Einbruchs genutzt? Mal sehen. Berthold Heinz, Stadtrat, Josef Schweig, Brauer und Markgraf Henkel. Henkel? Das kann nicht sein. Markgraf Henkel? Wer ist das? Wer das war, meinst du? Der alte Kauz liegt seit letztem Winter unter der Erde. Hätte also am Tag des Einbruchs nicht hier sein können. Er ist tot? Hab nichts davon gehört. Kein Wunder. Der alte Markgraf ist in einem Bordell abgekratzt, in tollster Lederwäsche. Deshalb hat ihn seine Familie bei Nacht und Nebel begraben. Aber ich habe meine Quellen. Aber ich habe ihn gesehen, Herr Reufen, ganz sicher. Hast du mit ihm gesprochen? Hast du ihn gut sehen können? Nein, er ist nur an mir vorbeigegangen. Du hast nicht Henkel gesehen, sondern einen Imitator. Denk doch nach. Sie haben dir zwar die Eier abgeschnitten, aber nicht das Hirn. Geralt, geh der Sache nach. Du musst mich schon freundlicher bitten. Ich bin nicht einer deiner Boten, Jungen. Bitte entschuldige meinen Ton. Habe mich daran gewöhnt, die Leute rumzukommandieren. Gut. Wo soll ich anfangen? Bei Henkels Haus, einem verfallenen Stadthaus südlich vom Marktplatz. Vielleicht findest du dort Spuren von diesem Halunken, den wir suchen. Nun geh schon. Okay, also der Mörder, beziehungsweise der Dieb, das war nicht der Gärtner. Oder hier der Poolboy, das war ein Toter. Nur dürfte ja der, wo sich als Henkel ausgegeben hat, nicht so blöd sein und in der Hütte wohnen oder irgendwas. Wo müssen wir jetzt hin? Ah, hier ist der Schatz. Ich dachte, der ist außerhalb von Novigrad. Na gut, gehen wir mal hin. Weitergehen! Ein bisschen die Wachen anpöbeln. Das müsste irgendwo... Hier ist wieder der Zwerg. Wir haben inzwischen wieder neue Kronen. Warte mal, das ist ein Kaufmann. Der ist neu. Ein guter Tag für Geschäfte. Das ist nur ein Diener vom anderen Typ. Schauen wir mal, hier müsste die Bruchbude sein vom Henkel. Was für eine Bruchbude. Erinnert eher an einen Bettlerschuppen als an das Stadthaus eines Markgrafen. Ritter Sporn hat wirklich interessante Freunde. Fußspuren. Okay, wir haben die erste Spur schon mal aufgenommen. Jetzt noch mehr Spuren. Silberzylinder.
Der Boden sieht aus wie der aus der Kanalisation. Haben die die Truhe da schon? Ah, da ist nichts drin. Okay, da hat es noch ein paar Regale, die räumen wir natürlich auch noch aus. Wenn wir schon mal hier sind, hier wohnt ja niemand mehr. Oder sollte man zumindest meinen, vielleicht treffen wir auch noch wen. So, dann geht's mal hoch. Wir folgen der Spur, die hier durchs ganze Haus verteilt ist. Ein Brief und eine Flasche. Der Wein aus deinem Geburtsjahr. Einfach vorzüglich. Verblüffendes Bouquet. Du musst ihn versuchen, aber leg die Flasche wieder dahin zurück, wo sie herkommt. Aus deinem Geburtsjahr. Könnte das von Rittersporn sein? Also hier ist eine Tür, aber die geht nicht auf. Ja, Geralt müsste das ja eigentlich wissen, ob das Geburtsjahr von Ciri oder von Rittersporn ist. 1245 bis 1254. Aber wir sind ja sicher nicht gleich alt. Mein Ciri ist Befriedigendes junge, Klicken hübsche Dame und im Rittersporn nächsten Raum, glaube ich. Ist so ein bisschen älterer Irrer. So, die Türe ging auf. Folgen wir mal der Spur. Hier haben mein Rittersporn Fleck und seine Leute wohl den Raub geplant. Ciri, Menge folgt mir. Er hat den Schatz. Er hat Rittersporn. Du musst fliehen. Schritte. Nicht gut. Geht im Haus. Okay, die kommen wenigstens nicht hoch. Dann nehmen wir noch schnell mit, was wir können. Dahinter war... Doch, da ist noch mal was. Schau mal. Eine Anleitung zum Bau einer Bombe. Unterschrieben von einem gewissen Kalksteinzucker. Und Klumpen von einer Substanz, die in Wyvernöl getränkt ist. Kalium. Sieht so aus, als hätten sie hier die Bombe gebaut. Ja, Zucker war wohl eine gute Nase von Geralt. Dijkstra. Und Triss? Was macht Triss hier? Ich hatte nicht erwartet, dich hier zu sehen. Erst recht nicht mit Triss. Ich fand, wir könnten jemanden mit Magiekenntnissen brauchen. Ich sterbe vor Neugier, was die Runen auf der Bombe angeht. Stirbst du auch vor Neugier, Triss? Nein, ich bin wegen des Geldes hier. Ah, Merigold gibt die zynische Materialistin. Herrlich. Sie ist tatsächlich wegen ihrer Ideale hier. Mit Gold kann sie ihre Kollegen retten. Wenn ich meinen Schatz wieder habe, kann ich ihr helfen. Ganz einfach. Wo ich gerade dabei bin, verzeih meine buklerische Ausdrucksweise, aber weißt du jetzt, wer verfickt nochmal mein Gold hat? Moment. Sag mir zuerst, was du hier machst. Wir hatten vereinbart, dass ich zu dir komme, wenn ich was finde. In der Tat. Aber ich war besorgt und dachte, ich sehe bei dir mal nach dem Rechten. Danke. Du kannst aufatmen. Denk aber von jetzt an daran, ich kann selbst auf mich aufpassen. Schön. Du passt auf dich auf, ich auf meine Interessen. Meine Herren, es ist eine Ehre, Zeugin eures intellektuellen Gefechts zu sein. Doch bedenkt, dass ich im Gegensatz zu euch mein Leben riskiere, wenn ich nur auf die Straße gehe. Sei es nur, um herzukommen. Könnten wir also bitte zur Sache kommen? Du hast Triss umsonst bemüht. Es ist sinnlos, die Bombe zu untersuchen. Weil? Weil ich schon weiß, wer deinen Schatz hat. Der Kommandant der Tempelwache. Caleb Menge. Tja, Merigold. Zum Lohn gibt's noch eine Portion Rache frei Haus. Geralt, wärst du wohl so freundlich, mich auf den letzten Stand zu bringen? Ich bin sehr neugierig. Henkel hat's mir gesagt. Der Alte ist wohlauf. Hat seinen Tod vorgetäuscht, um seinen Gläubigern zu entkommen. Seltsam. Ich wusste gar nicht, dass er verschuldet war. War er aber. Menge hat versprochen, sich gegen Hilfe beim Raubzug um alles zu kümmern. Daher... Geralt, wie drücke ich es sanft aus? Schwachsinn. Wenn du meinst, dass ich auf das Märchen reinfalle, das du dir aus den Fingern saugst, kennst du mich wirklich schlecht.
Ich weiß, dass für dich Ergebnisse zählen. Ich habe gelogen. Aber ich kann dich zum Schatz führen. Verzeih, Geralt. Aber nach dieser Aktion würde ich doch eher den Liebesbeteuerungen einer Hure glauben. Würdest du einer Zauberin glauben, die davon profitiert, wenn du dein Geld wiederkriegst? Vielleicht. Aber die Hure wäre mir immer noch lieber. Du verbirgst was. Und das ist etwas, was ich hasse. Sogar noch mehr als Nilfgaard. Aber schließlich ist dies ein Geschäft, keine Heirat. Außerdem muss in all den Lügen etwas Wahrheit stecken. Du bist zu dumm, um dir das alles auszudenken. Menge hat in letzter Zeit viel Geld ausgegeben, obwohl er meines Wissens keinen Kopper haben sollte. Und was jetzt? Soweit ich weiß, ist Menge nachts bei den Docks und den Hexenquartieren. Vielleicht besucht ihr ihn mal und fragt ihn, wo er mein Gold für mich aufbewahrt. Wir machen also deine Drecksarbeit und du sitzt hier rum und drehst Däumchen? Schätzchen, wenn ich jemanden benutzen kann, dann tue ich es auch. Es ist bequem. Und sicher. Gib zu, dass du Angst vor Menge hast. Natürlich habe ich Angst. Er ist ein gefährliches Arschloch. Triss würde mir wohl zustimmen. Nicht mit diesen Worten, aber grundsätzlich schon. Menge wird wohl kaum freiwillig gestehen. Wohl nicht. Wie gut, dass ich dafür einen Hexer und eine Zauberin habe, die schon so viel zusammen durchgemacht haben. Was hat unsere Vergangenheit damit zu tun? Eine Menge. Liebende würden alles füreinander riskieren. Das kommt mir sehr gelegen. Das steigert eure Chancen, aus den Jägerbaracken lebend rauszukommen. Mit meinem Schatz. Mit anderen Worten, du benutzt uns. Benutzen? Nicht doch. Ich mache nur das Beste aus dem Band zwischen euch. Tja, Turteltäubchen, ich muss jetzt los. Viel Glück. Ich dachte, du stellst es richtig und sagst, du weißt schon. Du hättest es auch richtig stellen können. Stimmt. Aber es ist nicht einfach, das zu sagen, oder? Wir sind vom Thema abgekommen. Wir müssen einen Schatz bergen. Triss, ich muss dir was sagen. Dijkstras Gold ist das Letzte, was mich interessiert. Das dachte ich mir. Es geht um Ciri, nicht? Menge hält Rittersporn irgendwo fest. Und Rittersporn hat Ciri gesehen. Das ändert alles. Hört zu. Wir treffen uns um Mitternacht bei der Kapelle des ewigen Feuers östlich vom Hafen. Wir finden schon einen Weg in die Jägerbaracken. Gut. Bis dann. Und danke. So, dann schauen wir erstmal, wo wir hin müssen wieder. Irgendwo ans andere Ende der Welt. Dann nehmen wir die Quest hier noch mit und gehen dann da runter. Wenn wir da schon wieder bei der Quest vorbeilaufen, dann sind wir fast gezwungen, diese mitzunehmen. Also eigentlich nicht, aber besser etwas mitnehmen als nicht mitnehmen. Verdammte Bastard! Was ist denn passiert? Bewohner von Skellige haben jetzt die Krüppelkarte übernommen. Übernommen? Wie das? Inhaberin verdroschen. Mädchen rausgeworfen, zu saufen angefangen. Sind seit gestern dabei, feiern offenbar irgendeine fette Beute. Ja, klingt nach Skelligern. Aber du siehst wie ein ehrlicher Mann aus. Hilf uns, wirf die Rabauken raus. Wir haben nicht viel, aber wenn wir zusammenwerfen, wird sich's lohnen. Na, gut, mal sehen, was ich tun kann. Wirklich? Es gibt also doch noch gute Menschen auf der Welt. Komm mit. Ja klar gibt's gute Menschen, vor allem wenn so eine nette Dame darum bittet. So, tut was mir geht leid, ab hier? Kollege, aber du musst dein Horn woanders füllen. Dieses Etablissement gehört heute zu Skellige. Mir scheint, wir sind in Novigrad. In Novigrad gelten die Regeln von Novigrad. Und die brecht ihr gerade. Wie bitte? Seit wann darf man nicht in Ruhe trinken, sich etwas amüsieren? Zieh Leine, sonst kriegst du den Zorn eines Skelligers zu spüren.
Ich gehe nirgends hin, nur ihr. Wenn nicht, schlage ich euch bewusstlos und trage euch raus. Du drohst mir? Mir? Weißt du eigentlich, wer ich bin? Jormund von Faröl! Nie von dir gehört. Verdammte Festlandratten! Hey da, Jungs, kommt mal her! Dieses Würstchen hätte gern ein paar Maulschellen. Ja, Hormund von Vollpfosten. Kann ich das Schwert ziehen? Darf mal kurz schauen, bevor wir alle zusammenkommen. Kann ich mein Schwert ziehen? Kann ich was benutzen? Fähigkeit? Nee, geht nicht. Was ist das für ein Level 1 ein Krieger? Okay. Ja, und hier stinkt's nach Vollhorst. Die Krieger, die gehen nicht so einfach kaputt. Warte, ich muss mal probieren. So, der ist weg, der auch. Jetzt nur noch du. So, alles gut. Fehler. So, endlich. Na schön, es reicht. Bei Freyas Titten, das hat mich aber ernüchtert. Meine Herren, gehen wir jetzt. Amüsieren wir uns woanders. Die Klinge ist nichts wert, wenn ein schwacher Arm sie schwingt, nicht? Ja. Vielen Dank. Wir hätten es alleine nicht geschafft. Wir haben nicht viel. Ich hoffe, dies reicht dir. Das ist wunderbar. Leb wohl. Ja, was haben wir gekriegt? Kronen, das ist alles. Dachte, wir hätten irgendwas Schönes gekriegt. Ja gut, wir verfolgen weiter die Quest zu... Die hier müssen wir nachher auch noch finden. Aber erstmal gehen wir dem Schatz nach. Dann müssen wir uns mit Triss treffen. Ich wollte gerade die Wäsche aufhängen. Oh. Wo versteckt sich Triss denn da vorne? Ich diene dem ewigen Feuer. Nur haben wir gerade Mittag. Trifft Triss gegen Mitternacht. Das heißt, wir müssen kurz einmal umstellen auf Mitternacht. Du bist hier, gut. Hör zu, schau dir das Gebäude an. Das sieht nicht gut aus. Du meinst, es müsste mal frisch gestrichen werden? Ich meine, dass es die reinste Festung ist. Hohe Mauern, Wachen am Tor, überall Bewaffnete. Wir können da nicht reinschleichen, uns reinkämpfen erst recht nicht. Menge hätte genug Zeit, um zu verschwinden. Was schlägst du vor? Nimm dies. Fessle mich damit. Aber Triss, willst du das wirklich? Hier draußen, vor allen Leuten? Es mag dich überraschen, aber Fesseln sind auch außerhalb von Schlafzimmern nützlich. Überleg doch, wenn du den Jägern die böse Triss Merigold bringst, machen sie nicht nur das Tor auf, sondern lassen dich vermutlich persönlich zur Menge. Niemals. Zu riskant. Rittersporns Leben steht auf dem Spiel. Und Ciris. Zu riskant gibt es nicht. Triss, überleg's dir. Willst du wirklich gefesselt die Höhle des Löwen betreten? Ja. Nein, das kann ich nicht zulassen. Nett, dass du so besorgt bist. Aber ich habe mich entschieden und dabei bleibt's. Schön. Sagen wir, sie schlucken den Köder. Wir gehen rein, ich halte Menge das Schwert an den Hals und frage ihn nach Rittersporn. Das klappt vielleicht nicht. Menge ist Abschaum. Aber Angst vor dem Tod hat er nicht. So sind sie, diese Fanatiker. Dann müssen wir ihn wohl reinlegen. Hast du eine Idee? Sag ihm, dass du Informationen über die Loge hast. Oder über Philippa, noch besser. Die hasst er am meisten. Dir fällt schon was ein. Was ist mit dem Schatz? Wenn wir was rausfinden, prima. Wenn nicht... Ich dachte, du brauchst Dijkstras Geld, um den anderen Magiern zu helfen. Das schon. Aber man kommt auf viele Arten an Gold. Das ist jetzt nicht das Wichtigste. Genau, das Wichtigste ist Ciri. Ich will dir danken. Hör auf.
Das täte doch jeder. Nein, nicht jeder. Hör auf. Es steht einer Zauberin nicht, rot zu werden. Du bist eh schon rot, Triss. Ich habe dennoch ein mieses Gefühl bei der Sache. Aber nun, gehen wir. Ja, versuchen wir das mal. Geralt, denk dran, ich kann selbst auf mich aufpassen. Wovon redest du? Die Jäger werden mich nicht wie eine Dame behandeln. Aber ich werde es aushalten, auch wenn es etwas wehtun kann. Ciri, sie ist, was zählt. Tu, was du tun musst, egal was passiert. Das kann ich nicht versprechen. Ich bitte dich trotzdem darum. In Ordnung? In Ordnung. So ganz gefällt mir das nicht, was die hier vorhaben, aber schauen wir mal. Was willst du? Meine Belohnung. Wofür? Für eine Hexe. Siehst du nicht, wen ich habe? Triss Merigold. Merigold? Dann komm rein. Sieh an, Triss Merigold. Du machst jetzt in Zauberinnen statt Ertrunkenen. Die bringen mehr ein. Weil sie mehr anrichten. Was tun Ertrunkene schon? Ziehen mal einen Fischer vom Boot. Aber Hexen ermorden Könige, schmieden Ränke, fangen Krieger an. Nicht vergessen, dass sie die Milch auch schon beim Melken sauer werden lassen. Ah! Du machst keine Scherze mehr, Merigold. Nie mehr. In die Zelle mit dir. Ja, das ist eine gute Frage. Mit Menge reden will ich schon, aber der soll mein Mädchen nicht anfassen. Finger weg. Was sagst du? Ach, wusste ich's doch, dass wir ihm nicht trauen können. Hexer, Hexe, alles dasselbe. Dann können sie auf demselben Scheiterhaufen brennen. Ja, und ihr könnt aufs Maul kriegen hier. So, jetzt erstmal unsere. So. Ja, weiß ich, mit euch Vollpfosten. Bin ich mal froh, dass wir hier die bisschen niedermähen können. Und da kam ein Feuerball geflogen. Die hilft uns ganz gut hier, unsere Merigold. Oh, da kommen die Nächsten. Was sind du für eine? Ich glaube, ich brauche wieder mal meine Gedankenkontroll-Dingens. Eben nicht nur ein Hexer. Ja, und aus dir Hackfleisch. Ich brauche. Warte mal. Ich brauche meine Dinge, die parieren mir zu viel hier. So, jetzt aber weg mit dir und du auch gleich. So, noch einer. Komm schon. Was ist mit dir? Noch einer. Entschuldigung, Triss. Nun. Ist gerade die Bude an die Ohren gefallen. Und jetzt zündet schon wieder was an. Da oben geht's weiter. Da sind die nächsten Hexenjäger. Du hättest weglaufen sollen. Ach verdammt. Komm, schmeiß mal den Feuerball da hoch. Kann dir das auch alleine? Du. Lass mein Mädchen in Ruhe. Gibt's Hackfleisch? Ach, ich wundere mich gerade, warum ich dieses. Da geht's noch? Wieso habe ich eigentlich mein Schwert nicht draußen? Ich war gerade mit den Fäusten unterwegs, darum hat es sich gehackt. Jetzt hackt es wieder. Der Fleischwolf ist wieder aktiv.
Berserker, komm. So, den beruhigt. Jetzt. Der will ums Verrecken, nicht? Jetzt ist er kaputt. So, der du. So. Ein bisschen aufgeräumt hier in der Bude. Die looten wir noch. Die haben nämlich ganz nette Rüstung an. Und somit vielleicht auch dabei. Wir sind schon wieder überlastet. Müssen wir noch was weghauen, aber das ist nicht so schlimm, weil wir haben so viel, da können wir wieder mal aussortieren. Sortieren wir nach Gewicht. Die... Hä? Ah, das war unser alter Sattel. Der ist richtig schwer, der Sattel. 6,51. Und die Sattel sind auch so schwer. Bringen zwar noch gut Kohle eigentlich, 200, aber was soll's. Haben hier ein paar Sachen weg, jetzt haben wir wieder relativ viel Platz. Gibt's da noch was? Fässer, Schätze? Ich suche eigentlich eher eine große Schatztruhe. Unser Gegengift muss mal weg, ich trinke das mal kurz aus. Nun? Ach, das geht nicht. Weil ich brauche zum Regenerieren. Brauche ich Essen und Trinken. Ey, wir haben 36 Wasserflaschen. Wie geil. Das fällt mir erst jetzt auf. Wir haben ja richtig viel. Aber ich wollte eigentlich nicht über Wasserflaschen reden, sondern... In meinem Inventar. Wir haben ja auch Fleisch und so. Das bringt mir mehr als das Gegengift. So. Gehen wir hoch, müssen wir den Chef töten. Weil, auch wenn er jetzt nichts über den Schatz sagt, aber Hauptsache ist der mal weg. Hier, Menge. So, das gefällt dir was? Der Hexer verbrennen. Eigentlich ist das gerade gut, die Marigold, die braucht ja gar kein Gold, weil wenn der hier weg ist, dann ist das Problem ja gelöst. So. Das müssen alle gewesen sein. Es war knapp. Ich muss sagen, Lug und Trug gehören nicht gerade zu deinen Stärken. Nun, ich bevorzuge unkomplizierte Lösungen. Erst kämpfen, dann fragen. Wir sollten das Büro durchsuchen. Vielleicht finden wir Dokumente, die etwas mit Rittersporn zu tun haben. Ich durchsuche die Leiche, du das Zimmer. Ich würde mit dem Tisch anfangen. So, eben, ich meine, wenn ja der Chef hier tot ist, wir haben Briefe gefunden. Lesen wir den mal schnell. Inventar-Quest. Was haben wir Neues? Einmal den Brief, einmal den und einmal den. Was gefunden? Nur sein Büroschlüssel in seinen Taschen. Nichts unter seinem Gürtel. Warte, da ist etwas im Futter eingenäht. Was ist das? Der Schlüssel zu einem Tresor. Hier, gib ihn Dijkstra mit besten Grüßen. Schlüssel zu einem Gewölbe, ohne Adresse. Warum bezweifle ich, dass Dijkstra sich darüber freuen wird? Nun, vielleicht brechen seine Schergen uns dann nicht die Beine, weil wir unseren Teil der Abmachung nicht gehalten haben. Das Glas ist also halb voll? Mit etwas Starkem, hoffe ich. Ich habe einen Brief gefunden, an Menge adressiert. Von jemand Wichtigem. Einem Spion, denke ich. Einem Spion? Siehst dir an. Tote Briefkästen, Geheimsignale. Er riecht stark nach Spionage. Dieser Agent könnte mehr über Rittersporn wissen. Bestimmt. Im Brief stehen die Signale für ein Treffen. Aber es wird kein Treffpunkt erwähnt. Vielleicht kann Dijkstra da helfen. Der weiß alles. Alles? Das ist wohl leicht übertrieben. Da bin ich nicht sicher.
Alles klar. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Lass uns gehen. Sehr gerne. Aber nicht durch den Haupteingang. Ja, wieso nicht durch den Haupteingang? War doch schön da. Vor allem ist ja aufgeräumt jetzt da. Also wo kommen wir noch raus? Es hat hier... Was finde denn einen Weg? Okay, es muss einen anderen Ausweg geben. Weil es spielt ja eigentlich gar keine Rolle, weil wir haben die eh alle umgenietet. Ist doch egal, wo wir durchgehen. Ist hier ein Ausgang? Nee. Finde einen Weg aus dem Außenposten. Gehen wir mal nach unten. Also hier oben ist auf jeden Fall nichts mehr. Wo ging es überhaupt nach unten? Ah, schau mal, da sind noch ein paar Schätze. Glyphe. Können wir zum Fenster raus? Nee. Dann würden wir sowieso an Fallschaden sterben wahrscheinlich. Was ist das hier eigentlich? Eine Folterbank. Okay, da ist kein Weg. Wo sind wir hergekommen? Wenn ich mal den Weg nach unten finden würde, würde ich schon helfen. Hier ist ja der Chef gestorben und... Ach, da ist die Treppe, stimmt. Dann gehen wir mal nach unten. Müsste ja irgendwo ein Geheimgang oder sowas sein. Türe. Keine Türe, auch nichts am Leuchten und hinten. Vielleicht kommen wir hinten irgendwie durch. Die geht auch nicht auf. Wir können einfach hier raus, oder? Nee. Dann gehen wir mal einmal außen rum hier. Vielleicht finden wir noch was. Was ist das für ein Eingang? Waren wir da schon? Okay, die Kleine kommt uns nach. Weil die lief uns schon oben nach. Das ist so. Ob wir hier richtig sind, weiß ich nicht. Was ist da? Da ist eine Tür. Ist das eine Falltür von oben? Und was haben wir da hinten? Okay, da geht es einfach in den Hinterhof raus. Hier dann auch. Das ist derselbe Weg, das bringt nichts. Ja, wie kommen wir aus der Bude raus? Kommen wir da außen weiter vielleicht? Ist die Frage, ob wir da drüber klettern können. Ja, hier kommt er nicht hoch. Da sollen wir wahrscheinlich auch nicht durch. Und hier ist... Alles zu hoch. Können wir aufs Dach rüber jumpen vielleicht? Ja. Nee. Okay, das hilft nichts. Finde einen Weg aus dem Außenposten. Ich glaube, wir müssen auch auf der anderen Seite suchen. Dann gehen wir nochmal außen rum. Dahinter muss doch irgendwo was sein. Ach, da ist noch einer. Was machst du denn hier? Haben wir dich übersehen? Fehler. Den scheinen wir übersehen zu haben. Hier kommen wir raus, oder? Können wir nicht einfach runterhüpfen? Nee. Geht auch nicht. Wie zum Teufel kommen wir denn hier raus aus dieser Festung? Ist da drüben noch was? Ein Stall oder etwas? Nee. Da
hoch geht's auch nicht. Das muss doch... Kann doch nicht so schwer sein, hier rauszukommen. Müssen wir das aufspringen vielleicht? Nein. Ich würde das ja gerne überspringen, aber ich kann das nicht mal überspringen. Gute Frage. Wie kommen wir da raus? Es müsste irgendwas auf der Seite da drüben sein. Also gemäß Karte ist ja hier irgendwie was. Wir können ja nicht durchs Fenster raus, oder? Das geht auf jeden Fall nicht. Und da waren wir schon. Ich gehe nochmal runter. Wieso können wir nicht einfach hier rauslaufen? Mach doch die Tür einfach auf hier. Auch wenn da draußen Leute sind, die hacken wir einfach alle um. Warte mal, vielleicht da hinten. Können wir da hoch aufs Dach? Nee. Jetzt hier vielleicht noch ein Eingang. Auch nicht. Wie kommt man denn da rein überhaupt? Weil dahinter wäre auch irgendwie eine Tür, irgendwas, aber wir kommen da nicht hoch. Genauso wenig wie hier. Triss. Gib mir noch einen Hinweis, liebe Triss. Vielleicht steht was im Questlog, irgendeine zusätzliche Info. Robins Schatz. Ah! Und ihr hört das Geding, Ding, 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 Ding. Die Folge ist leider zu Ende. Ich mache mich mal schlau, wie wir hier aus diesem Versteck rauskommen. Und wie wir hier genau rauskommen und was noch passiert, das erfahrt ihr natürlich dann in der nächsten Folge. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis nächstes Mal. Euer Eistee. Und ich bin gerade froh, dass die Folge zu Ende ist, weil ich muss unbedingt schiffen gehen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Viel Spaß. Bye, bye.